Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin eure Claudi von Solart und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Na meine Lieben, habt ihr Lust mal wieder mit mir die Erde zu verlassen? Dann starten wir jetzt direkt rein ins Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Okay meine Lieben, ihr könnt sehen, ich habe hier schon einiges vorbereitet. Wir arbeiten heute auf einer 40x40 cm großen Leinwand. Und für unsere Planetentechnik braucht ihr tatsächlich gar nicht so viel. Wie ihr hier gut erkennen könnt, zweckentfremde ich gerne meine Kuchenformen. Ich bin sowieso nicht die größte Bäckerin. Dafür liebe ich es, Kunst zu machen. Und deswegen dienen sie mir hier bei der Arbeit. Okay, ich habe schon ein kleines Bild im Kopf, wie unsere Planeten aussehen sollen. Ich möchte einen Planeten in Blautönen halten. Ich habe uns hier drei vorbereitet. Ich habe einmal Petrol, einmal Phthalo-Blau und einmal Türkisgrün. Und den zweiten möchte ich in Rottönen halten mit Kaminrot, mit Rotviolett, Gold und Bronze für die Details. Und eventuell arbeite ich noch ein klein bisschen Perlweiß ein. Das muss ich mir aber dann noch angucken. Okay, lang geredet, wir legen los. Ich beginne mit dem oberen Planeten. Ich lasse nun einfach meine Blautöne ein bisschen spielen. Ihr könnt gut erkennen, ich überlappe diese, vermische diese. Hier gibt es eigentlich kein richtig und kein falsch, meine Lieben. Wenn ihr diese Technik nachpürt, lasst eurer Kreativität freien Lauf. Einzige, was ich euch vielleicht als kleinen Tipp geben kann, ist, es ist immer ganz schön, wenn ihr eine helle und eine dunklere Farbe verwendet, um ein bisschen Dimension und ein paar Schatten zu kreieren. So, ich denke, das reicht uns auch schon. Nun widme ich mich meinem roten Planeten. Hier soll die Primärfarbe Kaminrot sein. Auch hier könnt ihr sehen, ich trage die einfach großzügig auf. Hier haben wir noch ein kleines bisschen Rotviolett. Das sieht in der Kamera fast pink aus. Toppen möchte ich das Ganze mit Kupfer. Falls ich es noch nicht erwähnt habe, meine Lieben, wie so oft arbeite ich heute mit den Farben von Amsterdam. Vielleicht noch ein kleines bisschen Gold. Ihr kennt die Solart-Videos. Da wird an goldener Farbe nicht gespart. Und auch hier zum Kontrast möchte ich noch ein bisschen Perlweiß einarbeiten. Okay. Das reicht uns schon. Um den Hintergrund unserer Planeten werden wir uns erst im nächsten Schritt kümmern. Nun formen wir erst einmal unsere Planeten und dafür brauchen wir nichts außer unseren Haartrockner. Ich habe meinen hier und ich beginne nun entlang an meinen Kuchenformen eine Planetenform zu schaffen. Den finde ich ja schon richtig cool. Das könnte ein Wasserplanet sein, oder? Mit ein bisschen Fantasie. Okay, ich widme mich nun meinem zweiten roten Planeten und werde gleich wie beim ersten erstmal die Farbe schön ausblasen.
Wunderbar, die beiden Farbfamilien gehen toll zusammen. Also, ich kann mich jetzt gar nicht entscheiden, welche ich schöner finde. Schreibt mir mal in die Kommentare, bei welcher Farbfamilie seht ihr euch? Eher bei der blauen oder eher bei der roten? So, was fehlt uns jetzt noch für eine Galaxie? Natürlich ein schwarzer Himmel. Ich schnappe mir einfach ein bisschen schwarze Basisfarbe und beginne nun hier die freien Stellen meiner Leinwand damit zu füllen. Okay, diese kann ich heute natürlich nicht ausdehnen, also werden wir auch diese mit unserem Haartrockner verblasen. Seht ihr, was das für einen Unterschied macht, wie heftig die Farben zu leuchten beginnen, nur weil wir jetzt einen dunklen Hintergrund haben? Ich liebe das. Okay, meine Lieben, im nächsten Schritt möchte ich gerne noch ein paar Sterne zaubern. Ich habe hier ein kleines Schälchen mit flüssigem Titaniumweiß von Amsterdam und einen großen Pinsel. Ihr könnt sehen, ich tippe nur die Spitze meines Pinsels in die weiße Farbe und klopfe diese vorsichtig schon einmal ein bisschen auf meiner Malunterlage ab. Das mache ich aus folgendem Grund, einfach um sicherzustellen, dass mir nicht zu viel weiße Farbe auf meine schwarze Basis tropft. Das möchte ich nämlich nicht. Okay, nun flache Hand, meine Lieben, und vorsichtig mit dem Pinsel darauf klopfen. Sehr gut. Und das Gleiche machen wir nun auch auf der oberen Seite. Also das reicht mir auch tatsächlich jetzt schon an Sternen. Ich liebe das. Ich mache das so, so gerne. Jetzt wird es allerdings spannend, meine Lieben. Es ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir unsere Kuchenformen entfernen werden. Und vorweg möchte ich euch sagen, meine Lieben, wenn ihr diese Technik nachpürt, seid nicht traurig, wenn euch die darin liegende Farbe ein bisschen verläuft. Das ist vollkommen normal und ganz einfach zu fixen. Ich zeige euch das. Ich werde nun meine Kuchenform ganz vorsichtig mit einer leichten kreisenden Bewegung anheben und abziehen. Ihr könnt sehen, uns ist die runde Form erstmal schön erhalten geblieben. Allerdings möchte ich trotzdem, sobald das Bild getrocknet ist, noch ein bisschen nacharbeiten. Das gleiche machen wir auch auf der Oberseite. Ich drehe meine Kuchenform ganz leicht und dann Augen zu und durch hebe ich sie ab. Okay, das sieht schon mal richtig cool aus, oder? Als würden sich die zwei Planeten auch wirklich in der Mitte treffen. Heute hatte ich Glück, dass mir meine runden Formen schön erhalten geblieben sind. Es kann aber sein, dass im Trocknungsprozess sich das noch ein kleines bisschen ändert und deswegen werden wir auch gemeinsam, sobald dieses Bild getrocknet ist. Okay, meine Lieben, wer jetzt schon zufrieden ist mit seinem Ergebnis, Gratulation. Ich verabschiede mich nun erst einmal für ein paar Tage. Für euch geht es natürlich viel schneller. Ich bin im Handumdrehen zurück. Bis gleich.
Und im Handumdrehen bin ich zurück, meine Lieben. Einige Tage sind vergangen und unsere Planeten sind toll aufgetrocknet. Ihr könnt ganz gut erkennen, ich konnte mir meine runde Form einigermaßen gut erhalten. Und für wen so schon perfekt ist, ist es auch perfekt, meine Lieben. Trotz alledem liebe ich es, meinen Bildern noch so das gewisse Etwas zu geben. Und deswegen machen wir jetzt noch ein Touch-up gemeinsam. Ich habe uns dafür ein bisschen was vorbereitet. Eine Farbpalette mit Oxidschwarz, Titaniumweiß. Diese Farbe nennt sich Lichtgold von Amsterdam, Reflex Orange und einmal Kaminrot. Wie ihr sehen könnt, habe ich keine große Menge vorbereitet, das braucht ihr auch nicht, denn pure Acrylfarbe ist gerade beim Nacharbeiten echt super ergiebig. Okay, meine Lieben, ich habe mir was gedacht bei der Komposition von meinem Planeten und ihr könnt sehen, es sieht fast aus, als würden die sich küssen in der Mitte. Und ich dachte mir, es wäre ganz cool, würden wir eine Kollision andeuten. Dazu schnappe ich mir meine Farbpalette, einen Rundpinsel und beginne nun erst einmal die Ränder meiner Planeten ein bisschen heller zu machen. Okay, meine Lieben, als nächstes würde ich gerne rote Strahlen zaubern. Ich lege mir hier meine Teilkarte als Orientierung auf. Ihr könnt es natürlich auch freihändig machen oder mit einem Lineal, wie es euch beliebt, meine Lieben. Okay, meine Lieben, bevor ich weitermache, möchte ich nun in der Mitte einen Stern zaubern. Dazu nehme ich mir meinen Kreiszeichner, lege ihn in die Mitte unserer beiden Planeten und male diesen mit einem weißen Acrylstift aus. Gut, jetzt habe ich erst einmal eine runde Form geschaffen. Okay, meine Lieben, ich bin fertig mit der Pinselei. Na, was sagt ihr? Ich finde, wir haben wirklich mit ein paar Details noch so schöne Dimensionen rausbekommen. Oder? Ich finde, unser Stern, den wir in der Mitte gezaubert haben, der ist wirklich sehr leuchtend und sehr passend. Und ebenso finde ich die Schatten, die wir kreiert haben mit dem Rot, dem Gold, finde ich wirklich toll. Sagt mir mal gerne, wie ihr es findet. Könnt ihr hier eine Kollision erkennen? Also ich definitiv. Wenn euch mein Video genauso gut gefällt wie mir, dann zeigt es mir doch bitte mit einem Daumen nach oben. Und wenn ihr künftig nichts mehr von mir verpassen möchtet, würde ich mich über ein kostenloses Abo wirklich sehr freuen. Für heute, meine Lieben, verabschiede ich mich. Es war mir wie immer eine Freude, für und mit euch zu malen. Danke fürs Einschalten. Macht's gut, meine Lieben.